Every good story begins either in hell or in heaven. Our heroes, Axel Springer and Rudolf Augstein, have been in paradise for a long time now. For them, it feels like the vacation island of Sylt, and looks just like it. Dass Sie hier im Himmel bei Sonnenuntergang jedes Mal Swingmusik spielen, haben wir dir zu verdanken, nicht wahr, Axel? Dankeschön. Also bitte, Rudolf, das glaubt dir doch hier kein Mensch. Das muss ich unterschreiben, immer wenn ein Neuer kommt. Sonst hätten sie mich hier gar nicht reingelassen. Nicht der einzige Fehler hier. Warum müssen die durchs Wasser? Schwerer Systemfehler Gottes, wenn du mich fragst. Falsch. Geniale Geschäftsidee, spart den Fährmann. Ein bisschen Mühe sollte einem der Himmel schon wert sein. Schau an! Der Schubert! Hat 1982 bei mir angefangen, war ein vielversprechender junger Mann. Und was macht er dann hier? Ist er nachher zum Spiegel gegangen? Das müsste ich ja eigentlich wissen. Schubert! Systemfehler. Hören Sie nicht hin. Sagen Sie mir lieber, wie es da unten aussieht. Tja, läuft, würde ich sagen. 3 Milliarden Umsatz letztes Jahr. Also in D-Mark knappe 6. Donnerwetter, in meinem letzten Geschäftsjahr waren das 2,5. Dann dürfte die Auflage der Bild ja jetzt bei 40 Millionen liegen. Ja? Oder etwa nicht? Die Auflage? Hm? Die liegt bei einer guten Million. So unmöglich. Ich kann doch rechnen, Schubert. Jetzt schauen Sie nicht so. Erklären Sie mir das. 6 Milliarden und 1 Million geht nicht zusammen. Da stimmt doch was nicht. Und weiß Friede das? Ich werde sie finden. Die verlorene Auflage. Viel Glück, ruf mich an, wenn du sie gefunden hast. Ein Rudolf, du kommst mit. Nee. What has happened to the company in the meantime? Taxi? So, wohin soll's gehen, hä? Zum Verlag natürlich. Verlag? Was ist das? Verlag, was ist das? Deutschlands größtes Zeitungshaus. Direkt an der Zonengrenze. Was für Zone? An der Mauer, meine Güte. Beim Checkpoint Charlie, Wachposten, Hunde, Todesstreifen. Wie viele goldene Häuser gibt's denn in Berlin? Ah, goldene Haus. Ist aber nicht Kochstraße, ist der Rudi-Dutschke-Straße. Die Dutschke-Straße? Was reden Sie denn da? Zum Axel Springer Verlag. Aha, Axel Springer. Ist aber kleine Straße. Axel Springer Straße. Der will uns auf den Arm nehmen. Also los dann. Aber auf dem schnellsten Wege. Bezahlt wird dann vor Ort beim Pfarrer. Na, das geht nicht. Sie können bezahlen mit App, mit Karte, EC oder Visa, ganz egal. Oder Euro natürlich. Euro? Was ist denn das jetzt? Axel, ich fürchte, wir müssen laufen. So our two heroes set off on foot across Berlin. Berlin, ich hab noch einen Koffer in Berlin. A city they once knew well, but now hardly recognize. On the way to the Springer Building, Augstein has to explain something to his old friend and rival. The fact that the wall is gone. That Springer's greatest dream, the reunification of Germany,
has come true. He also has to tell Springer that the seat of government is no longer Bonn, but Berlin. Springer used to mockingly call this the Brandenburg Great, due to his belief in German unity. Rudolf und Axel gehen durch das Brandenburger Tor. Das glaube ich nicht. Now, they walk through the reopened gate together. Somewhat confused by the new realities, the two gentlemen continue their walk through Berlin. Eine Demonstration. Das ist ja eine richtige Straßenschlacht. Du wirst ja auch Reporter geben, die ihren Job machen. Schlechte Journalisten sind der Tod eines jeden Blattes. Komm, bring dich in Sicherheit. Der da, der ist vom Bild, das sehe ich sofort. Das ist eine Frau. Eine Frau und eine Reporterin, sehr gut. Ich berichte hier live für Bild vom Ort des Geschehens. Es sind erschreckende Szenen, die sich hier abspielen. Die Polizei zieht immer mehr Einheiten zusammen. Es scheint Verletzte gegeben zu haben, aber das ist noch nicht bestätigt. Gute Frau. Einen Moment, warten. Kleinen Moment. Abgeschickt. Es tut mir leid, ganz kleinen Augenblick. Mama? Ja? Telefoninterview. Live in die Redaktion. Jetzt sofort. Kein Problem. Also, wenn Sie das mal kurz also so halten könnten, auf mich, auf den roten Knopf drücken. Aber ich kann euch jetzt nicht für die Bild. Also, das Telefon auf mich richten, ja. Und dann bitte die Kamera laufen lassen, nicht wackeln. Ja, guten Tag. Ich berichte hier für Bild live vom Ort des Geschehens. Es sind erschreckende Szenen, die sich hier abspielen. Mann, Rudolf. Greifen jetzt die Polizisten an. Meine Güte, Rudolf, es ist wie 1968. Es ist schlimmer als 1968. Und da hinten, die Flaggen, die sind schwarz-weiß, rot, Mensch, das sind reich. Vorsicht, das ist jetzt echt kein Spaß. Als Wehrmachtsoffizier mit Fronterfahrung schlage ich vor, Rückzug. Wir sollten die Biege machen. Das erinnert mich an dunkelste Zeiten. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich bewundere Ihr Mut. Rückzug! Ja. The new media reality is beginning to make an impression on our heroes. If they're going to understand it, maybe they need to make a fresh start. Axel Springer. Tja, hast du nicht auch ein Haus in Hamburg? Schon, aber steht nicht Rudolf Augstein drüber. Axel Springer enters his building and is amazed. This is a collision of two entirely different worlds. Metallhammer. Sabbath, Black Sabbath. Na, so dick ist die Welt aber auch nicht mehr. Komm, wir gehen mal rein in dein Reich. Da stimmt doch was nicht. Wer hat da die Finger drin? Nuestro jefe. Ese tío no ha conducido un coche eléctrico en su vida. Mira, la gente de Madrid lo quiere así, los berlineses de todos modos. Das war Spanisch. Linda, that has to go back to our homepage. It has to be online in an hour. Schönen Tag noch. Wieso sprichst du jetzt Englisch? Yes, because that's what KKR wants. Ach Quatsch, die sind doch nur Aktionäre und kein Management. Die sind strategische Partner oder strategic partners. Yes, that's what they do. Das ist ja ein modernes Babylon hier mitten in Berlin. Ja, ja. Babylon, Berlin. Und wir mittendrin. Ah. Endlich sind wir oben, Axel. Ja. Also wenn ich dich um was beneidet habe, dann war es dieser Club und dieser herrliche Blick über Berlin. Ja. Wo sonst kann man diskutieren, streiten, kühne Gedanken gebären und bei Bedarf gleich wieder verwerfen. Aber viele Gedanken werden hier ja nicht mehr geboren.
ist ja überhaupt keiner mehr da. Naja, wie man's nimmt. Aber Sie haben ja völlig recht, meine Herren. Ja, eins hier, echter Niemand, das bin ich heute hier. Gestatten, Müller anzeigen. Erst Rubriken, dann nationaler Handel, erst kleine und dann ganz große Fische. Ich hab sie alle an Land gezogen. Sieh an, ein Flanellmännchen. So hast du deine Verlagsleute immer genannt, Axel. Hm? Tja, was soll ich sagen? Das Geschäft ist einfach nicht mehr das, was das früher mal gewesen ist, ja? Früher kam der Kunde, hat man sie beschnuppert, dann sind wir hier nach oben an die Bar, haben ihn genommen und mit dem Handschlag war der Herr sich da gesichert. Und heute? Na, was ist denn passiert? Dann kam das Internet. Das Internet? Das hast du nicht mehr mitgekriegt. Ich erklär's dir. Ich erklär's dir später. Ja, so gekickt haben wir damals im Anfang auch, ja? Aber Internet, wir haben uns totgelacht, ne? Aber plötzlich war alles weg. Immo, Stellen, Heiratsmarkt, alles verschwunden. Und dann die Automobile, ja, von den Kleinanzeigen, wo die Damen aus dem Gewerbe immer angewackelt kamen, ja, völlig zu schweigen. Es ist Zeitungen ohne Rubrikenmärkte, das ist doch grauenhaft. Die sind doch die Säule unseres Geschäfts. Ja, Sie sagen es. Man war raus aus der Zeitung und drin ins Internet, ja. Was sich da für Firmen gebildet haben. Immonet, Autonet und Jobnet und manchmal mit der 24 hinten dran, das hieß dann, 24 Stunden sind wir für dich da. Und das Beste ist ja, dass man nicht mehr mit den vielen Mädels aus der Anzeigenannahme reden muss. Nee, die können sich hinsetzen, tippen das alles selber ran, drücken auf den Knopf und fliegt das per Online raus, auf der anderen auf den Schirm. Nee, muss nur noch abkassiert werden, ne? Klingelingeling. Warum haben wir nicht selbst so eine Firma gegründet? Gute Frage. Nächste Frage. Also, wir haben eine Reihe von Start-ups gekauft. Start-ups? Man muss man euch dann jeder Ding einzeln an die Backe nageln. Also, Start-ups, das ist, wenn einer keinen Schlips hat, lange Haare hat und eine Mütze auf dem Kopf. Die schlafen auf dem Boden, die sind verwachsen mit ihrem Computer, ja? Und die bringen jetzt das ganze Geld in den Laden, ja? Hm. Stepstone, Idealo und wie die alle heißen. Stepstone, Idealo, and Aviv Group are the new superstars in the firm. Not the good old newspapers anymore. Politico, Upday, Onet, Insider provide digital journalism for Europe and the USA. Somewhat confused by the new realities, the two gentlemen continue to wander through the building. Sehen aber alle nicht aus wie Journalisten. Ich glaube, das sind gar keine. Und die dürfen trotzdem hier rein? Keine Journalisten, keine Auflage. Vielleicht ist das die Lösung. Guck mal, da ist sie doch in der Bild-Zeitung, Axel. Ja. Sie war ja von mir als gedruckte Antwort auf das Fernsehen konzipiert. Ja. Kaufzeitung wie Bild haben das Verdienst, Menschen zum Lesen zu bewegen, von denen viele seit der Konfirmation kein Buch mehr vor Augen hatten. Wir sind Papst? Glaubst du wirklich, dass die Bild-Zeitung da der richtige Wiedereinstieg ist? Also es gibt keine Zeitung, die so viel in Bewegung setzt wie die Bild-Zeitung. Der kleine Mann bekommt nur Recht durch die Bild-Zeitung. Ja, aber die Anzahl derjenigen, die durch zu viel Information zu wenig informiert sind, wuchert wie Unkraut. Der alte amerikanische Präsident soll da ganz groß drin gewesen sein. Aber das ist ja toll. Also Bundespräsidenten abzuschießen ist ja ein ganz anderes Kaliber. Ja, das war echt der Wahnsinn damals. Was hat er denn angestellt, der Herr Bundespräsident? Der hat gelogen im Parlament wegen seines Einfamilienhauses. Einfamilienhaus? Ich dachte, er wohnt in Dahlem, in einer Villa. Nein, das war in Burgwedel. Burg was, bitteschön? Ja, ist ja gut. Und was hat Bild gemacht? Meine Güte, wir haben Sie zuerst gehabt, die Story vom verschwiegenen Kredit. Das war wochenlang Schlagzeile. Lesen Sie keine Bild-Zeitung? Nee, im Moment nicht. Das merkt man. Und dann hat er halt da angerufen. Wer hat wo angerufen? Ja, der Wolf. Beim Chefredakteur. Und hat dann gesagt, der Rubikon ist überschritten. Das war auf jeden Fall die Geschichte, wo ich mich entschieden habe, Journalist zu werden. Bei Bild. Sie wirken noch so jung, noch nicht lange dabei, oder? Ich bin seit 2 Monaten Volontär. Ja, dann können Sie uns vielleicht weiterhelfen. Wir sind auf der Suche nach der verlorenen Auflage von Bild. Das sollen ja jetzt nur noch 1 Million Exemplare sein. Aber warum ist Ihnen denn die Auflage so wichtig? Also, die Auflage wichtig ist einfach für Sie. Das ist die Basis eines jeden Verlagsgeschäfts. Nee, aber das machen wir heutzutage ganz anders. Wir haben jetzt 8 Millionen Leser und bis zu 260 Millionen Visits. Was? Visits? Was ist denn das, bitteschön? Also, ich finde Ihre Art ja irgendwie ganz nice. Sie haben echt keine Ahnung, oder? Kommen Sie, ich zeige Ihnen das mal. So. Also, das hier, das ist Bild.de. Hier haben wir unsere ganzen Artikel. Also, das ist also ganz und gar unglaublich. Eine Zeitung und doch keine Zeitung. Ein Fernseher und doch kein Fernseher. Ein Zeitungsfernseher. Also, Moment mal. Nach meiner Kenntnis wird diese Internetzeitung ja verschenkt, nicht? Die ist umsonst. Wie rechnet sich das denn? Wir haben dann noch die Abonnenten, 500.000. Und
Das ist dann mit dem E-Paper und dem ganzen Pipapo. Also Sie nehmen Geld für all das hier, auch wenn man buchstäblich nichts in der Hand hat. Ist ja faszinierend. Also Moment mal, ganz im Ernst. Davon kann man doch nicht so eine Redaktion finanzieren. Nee, also wir haben dann noch Anzeigen und den Branded Content. Und da spielt natürlich die Reichweite eine große Rolle. Also nicht die Auflage. Genau. Gucken Sie mal hier. Also, hier können wir genau sehen, wie viele Leute den Artikel gerade lesen, wie lange sie ihn lesen und wann sie abbrechen. Das ist total transparent. Gott, die armen Feuilletonisten. Der Anzeigenkunde weiß einfach genau, mit was für einem Umsatz er jetzt zu rechnen hat. Das ist eine faire Sache eigentlich. Also ich finde das doch alles ein bisschen zu sehr transparent. Auch diese Wahrheit muss man aushalten können heutzutage. Diversitätsbeauftragte. Weißt du, was das ist? Ich kenne Diversify, das heißt verändern. Sie sind wohl schon länger nicht mehr im Haus gewesen, meine Herren. Ja, stimmt. Kein Problem. Mein nächster Termin ist erst in einer halben Stunde. Kommen Sie doch rein. Nur keine Angst. Es ist ein großes Büro. Arbeiten hier nur Frauen? Im Moment ja, aber das wird sich bald ändern. Ja, Diversify, sage ich ja. Bei meinen VorgängerInnen ging es ja hauptsächlich um das Verhältnis Frauen-Männer im Unternehmen. Ja, Chancengleichheit, gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit. Also bei mir gab es immer nur gute Bezahlung für gute Arbeit. Bei mir auch, sehr gute sogar. Aber es sind typische Männerdomänen, Frauendomänen, bis hin zum leidigen Thema Frauen in Führungspositionen etc. pp. Das gab es bei mir nicht. Und bei mir auch nicht. Heute ist das ja alles viel komplexer. Nur mit einem proaktiven Umgang mit Vielfalt wird es uns gelingen, eine Diversitätsdividende zu lukrieren. Jetzt ist es interessant, jetzt geht es um so Geld. Ich habe Sie schon gut verstanden, meine Herren. Aber heutzutage ist das Wie des Miteinanders, also die Unternehmenskultur, für den Erfolg genauso wichtig wie die Auflagen. Noch Fragen? Also mir war das zu viel innen und zu wenig außen. The rumor spreads faster than a breaking news item from Bild. The publisher himself is in the building. Can it really be true? And what does he want here? The legendary newspaper man, the living legend. Axel Springer ist im Haus? And more importantly, will he like what he sees? Axel Springer ist im Haus. Maybe they should redecorate. Retro is the new cool. At least for one day. Hier sitzt jetzt dein Vorstand. So war das, als alles anfing. Das ist schön, sehr schön. Ein bisschen Retro vielleicht. Schön, weitermachen. Herzlich willkommen. Onboarding heißt an Bord nehmen. Und genau das wollen wir heute tun. Euch alle mit an Bord nehmen auf das große Springerschiff. Oh, ich sehe gerade, da kommen noch zwei. Kommt ruhig rein, kommt, setzt euch. Wenn ihr euch auch kurz vorstellen könntet. Vorname genügt. Wollen ja alle wissen, mit wem wir es zu tun haben. Also, ich bin der Rudolf. Und ich der Axel. Rudolf und Axel, das ist schön. Klasse, ihr seht super aus. So, ich darf mal kurz die Struktur des Konzerns erläutern mit etwas, das man Organigramm nennt. Organigramme sind im Grunde Fotoalben des Unternehmens. Also, dann klappen wir es mal auf.
Das hier ist eins aus der Zeit um 1987. Das ist typisch für einen patriarchalischen Führungsstil, den man aus dem Mittelalter kennt und der in jedem großen Medienkonzern, der nach dem Krieg gegründet wurde, gelebte Praxis war. Das war bei mir bis zum Schluss so. Ich fand's auch gut, dieses System. Es war einfach. Ja. Ich oben und die anderen. Das ist Rudolf, Axel, ja? Könnt ihr dir kurz? Ja, ja. Und das hier ist eins vom Ende des letzten Jahrtausends. Eine harte Zeit im Unternehmen, denn der Firmengründer hatte seiner Frau Friede alles andere als ein geordnetes Haus überlassen. Die Witwe unseres Firmengründers hat damals, zur großen Überraschung aller, das Redaktionsrodeo, wenn ich das mal so nennen darf, beendet. Aus zerstrittenen Gesellschafterstrukturen wieder klare Verhältnisse, aus einem intriganten Stadel einen erfolgreichen Verlag gemacht. Und damit die Weichen für die Zukunft gestellt. 2002 kam dann der jüngste CEO seit Axel Springer und hat die Weichen gestellt für eine radikale Neuausrichtung. Sein Credo war Internet, Internet, Internet. Heute eine Selbstverständlichkeit. Damals ist er dafür als Jugendforscht verspottet worden. Tipping Point war eine inzwischen legendäre Studienreise der Führungskräfte in Silicon Valley. Geflogen wurde nicht Business, sondern 14 Stunden Holzklasse. Geschlafen in einem abgeranzten Rock'n'Roll-Hotel in Doppelzimmer. Wie man sieht, raus aus der Komfortzone, raus aus den klassischen Konferenzräumen, weg von der Hotelbar, weg von der teuren Rotweinseligkeit, mit der am nächsten Tag jedes Meeting ganz toll war. Das ist sozusagen die hausinterne Geburtsstunde der New Work-Idee gewesen. Ja, also ich halte zwei Dinge auch heute immer noch für wichtig. Zu wissen, worauf es ankommt und zu wissen, was ankommt. Denken Sie mal darüber nach. Komm, Rudolf. Weitermachen. Coverage instead of circulation. Visits. Diversity as a corporate dividend. Politico, StepStone, Business Insider. They really ought to write down all their experiences here. But where? Axel Springer and Rudolf Augstein set out to find an office. Was kann ich für Sie tun, mein Herr? Wir haben ein kleines Problem. Mein Freund Rudolf müsste was schreiben. Schreiben lassen. Das machen wir so in der Form nur noch in Ausnahmefällen. Büros im klassischen Sinne gibt es hier nicht mehr. Aber warum? Was steckt denn da dahinter? Im Ernst, meine Herren, wozu braucht man heute noch ein Büro? Mit moderner Technologie können Sie doch von überall arbeiten. Von überall? Ja, da, wo Sie gerade sind. In einem Strandkorb, im Zug oder in der Straßenbahn. Niemand fragt mehr, wo man einen Text schreibt, eine Präsentation vorbereitet. Ein Raum im Verlag, Büro würde ich das gar nicht mehr nennen, wird nur noch gebraucht für Begegnung, für Interaktion, zum Austausch von Kreativität. Unser CEO, der dieses Haus maßgeblich mitentwickelte, hat versucht, der Idee des New Work eine Form zu geben. Dieses Haus steht für Zusammenarbeit, Offenheit und Transparenz. Heutzutage müssen Sie Anreize schaffen, damit sich Leute überhaupt noch begegnen wollen. Schon toll. Früher gab es dafür nur den Journalistenclub im alten Haus. Aber wenn jemand jetzt was schreiben will, also so wie ich jetzt, ganz praktisch mal, wo mache ich das dann? Natürlich gibt es Räume, in die Sie sich zurückziehen können. Aber die gehören nicht mehr Ihnen. Solche Räume gibt es nur noch auf Zeit. Und die persönlichen Dinge? Meine Unterlagen, vielleicht Recherchen? Ach, im Ernst, wozu brauchen Sie das noch? Sie haben doch alles auf Ihrem Computer. Und besser noch, auf Ihrem Smartphone. Und Bücher? Die gibt es doch nur noch in Bibliotheken. Ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis, meine Herren. Das Symbol der Digitalisierung ist das Nichts, das Nicht-Sichtbare. Wichtig ist das Verschwinden des Materiellen. Das Verschwinden des Materiellen, das muss ich mir merken. Also das ist ja ganz schön dreist. Was denn? Das ist doch das Logo der Welt, ist meiner Welt. Also, was mich wirklich empört, ist dieser dreiste Namensdiebstahl. Naja, vielleicht ist es ja gar kein Namensdiebstahl und die Welt ist jetzt ein Fernsehsender. Oh, das wäre schön. Habe ich schon erwähnt, dass ich meinen ganzen Verlag für so einen Fernsehsender hergeben würde? Mehrfach, Axel, mehrfach. Weißt du, das ist sie, die neue Zeit.
Ich hab's immer gewusst. Zeitungen sind nicht mehr die einzigen Informationsträger. Sie wetteifern mit Hörfunk und Fernsehen um die Gunst der Menschen. Pass mal auf. Junger Mann, Entschuldigung. Dürfte ich mir für einen Augenblick Ihr Handtelefoniergerät ausleihen? Sie bekommen es auch gleich zurück. Danke. So, ich hab mal gehört, man soll hier ein Fräulein Siri fragen. Ja. Liebe Frau Siri, dürften wir Sie bitte um einen Gefallen bitten? Das gibt's doch gar nicht. Ist die blöde Kuh nicht am Platz? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ein Grund, sie fristlos zu kündigen. Hey Siri, was ist Welt-TV? Die Welt ist eine deutsche überregionale Tageszeitung der Axel Springer SE. Das wissen wir doch schon. 1953 von Springer übernommen, gehört sie zum bürgerlich-konservativen Spektrum und ist deutlich marktliberal. Das ist richtig, ja. Weiter? Na, warte mal, hier steht noch was. Im Jahr 2001 ging die Welt am Sonntag von Hamburg nach Berlin. Ja, das hätte ich genauso gemacht. Wer aus dem Herzen der Republik berichten will, kann nicht im Kopf sein. Deshalb sind wir auch damals 1975 mit der Welt nach Bonn gegangen. Na, warte mal, hier steht noch was anderes. Am 9. Dezember 2013 gab die Springer SE die Übernahme des Nachrichtensenders N24 bekannt. Der ehemalige Gesellschafter von N24, Stefan Aust, wurde am 1. Januar 2014 Herausgeber der Welt. Aust, dein Ziehkind? Stefan Aust? Der hat einen Fernsehsender, verkauft ihn an Springer und wird dann Herausgeber der Welt? Warum macht er das? Was ist denn da passiert? Also das müsst ihr jetzt untereinander klären. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Fernsehsender. Das Logo, das könnte ein bisschen größer sein. Was denkst du, Rudolf? Das musst du mit deinem Stefan Aust klären. Die Welt on TV. Awesome. And Bild has just started its own TV channel. Bild will soon... Friede! Lass Rudolf. Wir haben doch alles gesehen. Friede hat das hier perfekt im Griff. Und wie man sieht, hat sie jemanden gefunden, der das Unternehmen in unserem Sinne weiterführt. Und die Auflage? Ach, die Auflage ist doch gar nicht so entscheidend. Das Geschäft läuft, weil die Reichweite stimmt. Und wir machen jetzt sogar Fernsehen. Die Auflage ist eine alte Währung, wie die D-Mark. Heute ist sie einfach nicht mehr viel wert. Und willst du nicht zu ihr in ihre Nähe? Ich sehe sie doch. Ich sehe sie da oben mit jemandem, dem sie vertraut. In allem, was wir beide gelernt haben, sehe ich sie. Nein, Rudolf, also mir ist das Herz ganz leicht. Just as the typewriter, fax and telephone changed working life in their day, the same thing is happening today through digitization, globalization and changes in values within society. Das Internet. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für uns Verleger. Nee, das habt ihr schon ganz ordentlich hingekriegt, das muss ich zugeben, Axel. Danke, Rudolf. Gerade von dir freut mich das enorm. Gern geschehen. Ich habe Vergnügen an all dem hier gefunden. Mittendrin sein im Geschehen ist was anderes, als im Strandkorb zu sitzen und auf die Ewigkeit zu starren. Ja, aber dürfen wir das denn? Wer soll uns das verbieten? Alles ist anders. Neue Regeln, neue Chancen. Stell dir vor, was da noch kommt, was da noch möglich ist. Dinge, die heute noch ganz und gar unvorstellbar scheinen. Aber unsere Strandkörbe vermisse ich schon. Ja, ich kann im Himmel sein und der ist hier. Alles auf einmal. Ich kann dort sein und hier. Das ist immer wohl digital, Axel. Genau. Schau, sieh dir das an, Rudolf. Es ist alles da. Das gibt's ja gar nicht. Hast du dir da hingestellt? Es gibt keine Grenzen der Kreativität mehr. Kein Zeitverlust bei Informationen. Für jede Meinung einen Platz. Nichts geht verloren. Alle bekommen jede Nachricht. Überall. Zu Hause. Im Auto, unterwegs, jederzeit wissen, was ist. Müsste dir doch eigentlich gefallen, Rudolf. Weißt du, worüber ich mich am meisten freue? Ich ahne es. Über den Fernsehsender. Ich kann es ja noch gar nicht fassen. Habe ich dir eigentlich schon erzählt? Ich würde meinen ganzen... Mehrmals, Axel, mehrmals.